Beziehungsprobleme lösen und glücklich werden. Wie geht das? Jede Partnerschaft ist einmalig und einzigartig. Jede Liebesbeziehung ist ein Unikum. Deswegen gibt es keinen universellen Tipp, der jede Liebe retten kann. Denn das, was Sabine und Franzi glücklich macht, kann die Liebe zwischen Heinzi und Monika zerstören. Dennoch gibt es ein Hindernis, das in jeder Partnerschaft vorhanden ist. Sogar in glücklichen Beziehungen gibt es. Sogar in deinen Partnerschaften hattest du diesen Beziehungskiller. Und wenn du diesen Beziehungskiller wahrnimmst, wenn du realisierst, dass es ihn gibt, dann wird deine Liebe langfristig bunt und glücklich. Über welchen Beziehungskiller spreche ich? Bevor wir weiterreden, denk bitte daran, meinen YouTube-Kanal jetzt zu abonnieren. Aktiviere die Glocke, damit du interessante Themen nicht mehr verpasst. Ich bin Lina Rosmeier, ein zertifizierter Transformationscoach und ein Liebescoach. Und hier auf diesem Kanal geht es sehr impulsiv zu. Wir diskutieren über Liebe, Beziehung, Gender-Themen, über soziale Probleme. Ich möchte dazu noch sagen, dass ich seit kurzem auch einen Kanal auf Instagram und auf Telegram habe. Links findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Abonniere meine Kanäle bitte auch auf Instagram und auf Telegram. Und dort gebe ich jeden Tag interessante und hilfreiche Tipps. Der größte und gefährlichste Beziehungskiller. So kannst du ihn eliminieren und deine Partnerschaft glücklich machen. In diesem Video möchte ich dich nur zum Nachdenken anregen. Zum Nachdenken über das größte Hindernis in jeder Partnerschaft bei uns in Europa oder in Russland. Und meiner Meinung nach ist der größte Beziehungskiller die Beziehung selbst, so wie wir sie in Europa oder in Russland wahrnehmen. Die meisten Beziehungen sind suizidgefährdet. Sonst hätten wir nicht so viele Scheidungen, nicht so viele Trennungen, nicht so viele unglückliche Partnerschaften. Ich erkläre dir das, wie ich das meine. Heinze und Monika gehen in eine Partnerschaft. Sie lieben einander. Das ist klar. Die Liebe ist eine Voraussetzung für eine Partnerschaft. Und beide hoffen, dass diese Beziehung ihnen etwas gibt. Beide erwarten etwas von dieser Partnerschaft. Zum Beispiel, dass sie diese beiden Partner glücklich macht oder dass sie finanziell abgesichert sind oder dass sie glücklicher sind, nicht mehr einsam sind und so weiter. Es gibt verschiedene Erwartungen. Und dann sind sie enttäuscht, wenn es nicht so wird. Das bedeutet, hier ist die falsche Reihenfolge nach dem Gesetz des Universums. Denn um etwas zu bekommen, sollten wir zuerst etwas geben. Stimmt das? Geben und nehmen. Und hier beginnen wir eine Partnerschaft und erwarten sofort, dass sie uns etwas gibt oder unser Partner uns etwas gibt. Und was investieren wir persönlich in diese Beziehung? Zuerst etwas geben, etwas investieren, erst dann kannst du Früchte ernten. Erst danach kannst du etwas bekommen. Hier ist die Reihenfolge nach dem Gesetz des Universums falsch. Deswegen kann es nicht funktionieren. Nummer zwei, warum die meisten Beziehungen sich selber killen. Die Ursache liegt daran, dass beide Partner, wie ich schon sagte, etwas von dieser Beziehung erwarten. Und das ist klar, am Beginn macht diese Partnerschaft beide glücklich. Aber zwei, drei Jahre später kommt das Routineleben in diese Partnerschaft.
Das heißt, die Schmetterlinge sind aus dem Bauch rausgeflogen, die rosarote Brille sind zerbrochen und wir sehen unseren Partner oder unsere Partnerin ganz anders. Wir sehen einen anderen Menschen und wir denken, oh, er hat sich verändert. Nein, er hat sich nicht verändert. Wir sehen ihn einfach anders. Und dieses Routineleben killt viele Beziehungen. Du siehst deinen Partner, wenn er schlecht gelaunt ist. Du siehst deine Partnerin, wenn sie nicht so gepflegt ist. Du siehst deinen Partner, wenn er schwach ist. Es kommen andere Probleme, tagtägliche Probleme in diese Partnerschaft und die Partnerschaft wird schwächer, oft. Das heißt, diese Liebesbeziehung, das ist eine Art Prüfung für eure Liebe. Das ist ein Liebestest. Diese Partnerschaft ist ein Liebestest. Die Liebe wird geprüft. Ist eure Liebe stark? Dann bleibt ihr weiter in dieser Beziehung. Ist eure Liebe nicht so stark, ja? Dann ist es aus, oft. Oder man lebt einfach nebeneinander. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja klar, Lina, du kannst gut kritisieren und diskutieren, aber wo sind deine Ratschläge? Meine Ratschläge sind in jedem Video, eigentlich sage ich das, bevor du eine Partnerschaft eingehst, solltest du dich selber glücklich fühlen. Du solltest zuerst mit dich selber dich auseinandersetzen, mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Zielen. Was willst du in diesem Leben? Was erwartest du von deinem Partner oder von deiner Partnerin? Kein Mensch, kein einziger Mensch kann dich glücklich machen. Das kannst nur du selber. Und die Liebesbeziehung kann dich auch nicht glücklich machen. Das heißt, du bist hier proaktiv. Du gestaltest dein Leben. Erwarte nicht von deinem Partner oder von deiner Partnerin zu viel. Und wenn du das realisierst, dass du zuerst mit dir selber glücklich machen und werden solltest, dann sind die Erwartungen nicht so hoch. Und dann respektierst du deinen Partner und dann verlangst du nicht so viel von deinem Partner. Also glücklich mit sich selber werden. Jetzt möchte ich dir folgende Frage stellen. Aus welchen Beweggründen bist du in deine Partnerschaften gegangen? Aus welchem Anreiz hast du eine Beziehung begonnen? Die meisten werden jetzt sagen, ja, weil wir einander geliebt haben. Sie hat mich geliebt, ich habe sie geliebt. Ja klar, das ist Basis von jeder Partnerschaft. Aber hinter diesem, ich habe sie geliebt oder ich habe ihn geliebt, stecken auch andere, tiefere Gründe. Welche Gründe, welchen Anreiz hat dich dazu bewegt, deine Partnerschaften zu beginnen? Jetzt habe ich dir sehr viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Du wirst ein bisschen Zeit dafür brauchen. Und ich denke, ich sollte jetzt langsam Schluss machen. Bitte leite dieses Video an deine Freunde weiter, lass mir dein Like da und denk daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir eine glückliche und langfristige Partnerschaft. Bis bald!